Am 7. September haben der Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG und Ute Fischer-Gäde, Senatorin für Infrastruktur, Bau und Umwelt der Hansestadt Rostock, über die geplante Straßenbahnnetzerweiterung zwischen Reutershagen und dem Zoo informiert. Durch das Unternehmen wurde ein neues Gutachten über mögliche Strecken und deren Realisierbarkeit angefordert. Diese Ergebnisse wurden nun vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, mit dem Korridor West erreichen wir die Menschen einmal mehr vom Auto in die Straßenbahn, aber vor allen Dingen auch über den Stadtbereich Reutershagen hinaus die Innenstadt zu entlasten. Der Korridor West, die Variante ist wirtschaftlicher und natürlich auch klimaangepasst, nämlich für die Klimawende 2035 ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. In dem Gutachten wurden unter anderem Aspekte der Erreichbarkeit für Fahrgäste, Emissionseinsparungen, Kosten und Baumaßnahmen beleuchtet. Der Korridor West, mit dem nun weiter geplant wird, soll auch die Christophorus-Schule und Reutershagen Süd mit an das Netz anbinden können. Die Schienen werden unabhängig vom Straßenraum geführt. Durch den Bau dieser Trassen müssten jedoch Kleingärten abgebaut werden. Wir haben an der Stelle schon einen Vorgriff gewagt und haben uns unterschiedliche Streckenvarianten im Korridor West angesehen und schon erste Gespräche geführt, auch mit dem COD, wo wir gesagt haben, okay, wie gelingt es uns, möglichst wenig Parzellen in Anspruch zu nehmen? Und wir merken, da gibt es auch gute Lösungen. Das wissen wir heute schon. Jetzt gilt es, in die Vorplanung zu gehen. Das heißt, wir bleiben in dem Kontext zwischen 30 bis 150 Gärten, wird es betreffen, je nach Strecke. Aber das braucht jetzt eine nähere Untersuchung und die Gespräche mit allen Beteiligten. Inklusive der Gärtnerinnen und Gärtner, ja, damit wir gemeinsam diese Lösung finden. Beide möglichen Korridore können durch Mittel von Bund und Land gefördert werden. Bewohner der Stadt können sich am 17. September während des Klimaaktionstages beim Stand der RSAG in der Langen Straße über die geplanten Vorhaben informieren.